willkommen bei der Frostcon in St. Augustin und guten Morgen. Doch immer noch zu sehr früher Stunde, zumindest für meine Vorträge und für mich. Ja, wie er gesagt hat, ich möchte wieder so ein bisschen irgendwas von Shell-Skripten erzählen, und zwar weniger Folienvortrag, wer sowas von mir schon mal gehört hat, sondern wirklich einfach ein bisschen leben und machen. Deswegen sind die Folien auch sehr begrenzt. Kurz ein bisschen, was ich so gemacht habe, wer es noch nie gehört hat. Und dann einfach unter Shell ein bisschen Arbeit machen. Open Source mache ich eigentlich schon seit meiner Schulzeit, auch wenn es das damals unter dem Namen noch gar nicht gab. Aber wir hatten drei Schulen und haben halt das, was wir bei uns im Gymnasium gemacht haben, in der gleichen Straße an die zwei anderen Schulen auch verteilt und gemacht und zusammengewurstelt. Das betraf sowohl Software wie dann auch Hardware. Wir haben schon Open Hardware gemacht mit Speichererweiterung und sonst irgendwas. Das Erste, was mich an freier Software an der Uni dann ereilt hat, war, da haben wir ein Magnetband, mach's doch mal, dass es läuft. Und dann hatten wir an der Uni plötzlich Tech und LaTeX und solche Sachen. Das war auch sehr frühe freie Software, noch in den 80ern. Meine ersten richtigen Betriebssysteme vor dem PC und Commodore-Kram und sowas war dann sehr lange VMS, ein sehr schönes Betriebssystem. Und dann ab 87 auch Unix. Nicht so schön, weil wir da keine Quellen für hatten. Für VMS gab es die Quellen auf Microfish, da konnte man alles nachlesen mit dem Microfish-Lesegerät, war sehr nützlich manchmal. Bis wir an die Unix-Quellen reingekommen sind, das hat sehr, sehr lange gedauert. Da kam dann endlich mal Linux, hurra, wir haben Unix-Quellen. Da habe ich halt doch wieder mit dem PC was gemacht, obwohl ich eigentlich vorher schon richtig schöne Workstations an der Uni hatte. Und habe ich relativ lang für x386 oder mit x386 Grafiktreiber geschrieben, weil meine Grafikkarte halt nicht getan hat. Machen wir das mal eine Weile und hat viel Spaß gemacht. Dann war ich lange in Tübingen beschäftigt und jetzt seit 3 Jahren schon bei einer Bosch-Tochter Softwareentwicklung für einen neuen Chip, für einen Laserprojektor. Inzwischen ist es released, so einen kleinen Mikro-Laserprojektor, den man so in alles ab Handygröße einbauen kann, wenn er mal einen Projektor braucht. Bosch selber ist ein MEMS-Supplier für die mikromechanischen Sensorelemente. Also das habt ihr lauter, okay. Das habt ihr alles in euren Handys und sowas drin und Wii-Konsolen, so diese Beschleunigungs-Gyrosensoren, Kompass und so Zeugs. Bosch macht das schon sehr lange im Automobilsektor für ABS, ESP, irgendwas. Und da sind die alle sehr groß und sehr teuer, weil sie sehr zuverlässig sein müssen. Und dann wurde unsere Firma mal ausgegründet, um das Ganze im Consumer-Elektronik-Bereich zu machen. Weil die wollen alle halbe Jahre eine neue Generation und noch kleiner und noch weniger Strom haben. Die Kunden sind andere, einfach die Release-Zyklen und die Technik ist ein bisschen anders. Und das ist, was Bosch SensorTech macht. Und da eben jetzt auch mal mit so Mikromechanik bewegten Spiegeln kann man so Laser scannen und so Zeugs machen und damit projizieren. Neu dieses Jahr, also jetzt eigentlich schon, oh, da fällt sogar die Seite. Es geht jetzt wirklich darum, mit der Shell irgendein Problem zu lösen. So die Probleme von den letzten Jahren hat vielleicht jemand mal gesehen, so Benzinpreis im Internet recherchieren, Tabellen und Datenbanken machen und gucken, wie entwickelt sich der Spritpreis so. Gibt es irgendwo als Video von Tagungen der letzten Jahre. Oder auch mal ein bisschen Forensik auf einer SD-Karte. Und es sind halt immer so Sachen, wo ich mal geschwind irgendeine Lösung für gebraucht habe. Dann setzt man sich hin, macht ein Shell-Skript und das mache ich dann immer wieder nochmal. Jetzt habe ich endlich mal das Erste, ich schreibe immer in die Vortragsankündigung, könnte mal jemand ein Thema haben. Und ein Wolfgang Kleinen ist ja denn hier. Aha. Hat das erste Mal eine Mail geschickt und hat gesagt, wäre auch mal ein nettes Problem, was er schon für sich gelöst hat, mit Perl und ob das mit Shell auch geht, so ungefähr. Durchsuche ein Verzeichnis und die zugehörigen Unterverzeichnisse nach Dateien mit Doc, ODT oder irgendwas, auflisten und dann, da muss man gucken, was alles draus wird. Im Wesentlichen dann aus den Doc und ODT auch API-Word-Dateien machen, weil er die dann besser durchsuchen kann. Und das habe ich so ein bisschen umformuliert, halt wirklich Dateien suchen, die irgendwas miteinander zu tun haben, entweder Doc und ABI-Word. Meine Welt ist mehr Tech. Ich habe aber einen Doc-File gefunden, mit dem ich schon mal experimentieren konnte. Und also so, ich möchte aus Tech wieder PDF machen. Und wenn man am Dateien suchen und konvertieren ist, dann, ich hoffe, da kommen wir noch dazu, was ich vor Jahren auch mal hatte, dann, wenn man viele Dateien rumliegen hat und ganz viel rumopert, vielleicht so eine Anknüpfung an den SSD-Vortrag vorher schon, dann hat man manchmal auch Kopien von sowas und jetzt mal durch die Platte suchen, wo liegen denn identische Kopien rum und wie kann ich die eventuell dann auch noch entweder löschen, weil ich 10 gleiche Kopien habe oder da Symlinks drauf machen. Das ist alles wirklich Dateien suchen, ein bisschen erkennen, ein bisschen was mit rummachen und spielen. Die Man-Pages dazu sind mit einem System mit installiert worden, also es geht halt wirklich darum, vorher hatte ich immer so eine Latte, mein Bash wird man sicher mal durchlesen müssen und eben jetzt die Tools, die mir gerade so einfallen.
wo jetzt der Rest tatsächlich interaktiv passieren soll. Interaktiv betrifft nicht nur, dass ich jetzt hier wirklich tippe und überlege, was ich machen will. Ich bin auch gerne auf Einwurf von eurer Seite mit Hinweisen, Tippfehlern, Anregungen, wie man es noch machen kann, weil ich möchte auch was dabei lernen und da führen jetzt ganz viele Wege zum Ziel. Und deswegen, was immer kommt, dann laut rufend, weil ich euch vor allem von der Seite nicht gut sehen kann. Und sonst auch nicht, weil ich mein Notebook gut sehen möchte. So, fangen wir einfach mal an. Also das, ja, erstmal Dateien und Unterverzeichnisse durchsuchen nach irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Doc und ODT und sowas, gibt es im Wesentlichen zwei Mechaniken, die ich kenne und oft verwende, ist, wie findet man Dateien mit irgendwas? Hey, es gibt ein Kommando Find. Zwar relativ unüblich, dass ein Unix-Kommando 4-Zeichen hat, aber ist alt genug, dass es eine komische Syntax hat. Das ist das zweite Problem. Mehr zu Find gibt es in dem Vortrag S3s und Shell von mir. Da habe ich Find schon mal ein bisschen auseinandergenommen, weil es ein komisches Eigenleben hat. Wenn man nur Find macht, dann findet es irgendwie alles ohne irgendwelche Kommentare. Und man kann dann so Sachen machen mit Find. Es ging darum, irgendwie Doc-Files zu finden. Ich suche Doc-Files und ich habe da mal einen Doc-File vorbereitet. Und wenn ich von irgendwo suchen möchte, muss man das vorne hin tippen. Oh, habe ich schon drei Doc-Files. Ach, das habe ich vorher auch nicht ausprobiert. Jetzt heißen Doc-Files inzwischen ja nicht mehr Doc, habe ich gelernt, sondern irgendwie Docx. Die habe ich nicht vorbereitet. Oder man kann im Find auch solche Sachen mal sagen. Punkt Doc irgendwas, such mal alle Docs und Docx. Hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Im Original hieß es dann, such mal die Doc- und ODD-Dateien, also für LibreOffice, OpenOffice, irgendwas. Kann Find auch noch, wenn man sagt, such mal alle mit dem Namen oder statt vielen Backslashes kann man auch Gänsefüßchen machen, such mal alle ODT. Find, Punkt, ne? Minus Name, Dankeschön. Wenn man jetzt sowas kommt, aber nicht weiter weiß, man Page lesen. Da gibt es ein paar mehr. Das Problem ist jetzt schon drin, das Verzeichnis und das Unterverzeichnis das alles machen. Das geht relativ gut, wenn mein Verzeichnisbaum noch relativ klein ist. Wenn ich das in meinem Home Directory mache, dann geht es schon ein bisschen länger. Aber es sind aber tatsächlich auch ein paar Doc- und ODT-Dateien drum, zu meiner großen Überraschung. Das ging jetzt unter anderem deswegen so schnell, nicht weil mein Home-Directory so klein ist, sondern weil ich eine SSD drin habe und weil ich 16 Gigramm habe. Das heißt, zumindest dieser zweite Vorgang, der hier war, der hätte noch nicht mal auf eine langsame rotierende Platte zugegriffen, das ist alles im Speicher. Wenn man das erste macht, dann ist bei Find oft das Problem, dass es wirklich ewig und 3 Tage dauert und dass es weniger Spaß macht. Aber wir können mal durch die ganze Platte suchen, das ist dann ein bisschen mehr. Und deswegen, also wenn es um man kriegt komische Fehlermeldungen, weil ich in Brock als Normalbenutzer nicht alles darf, aber also oh, ich halte mal geschwind an. Ich habe nach Doc-Dateien geguckt. Docbook. Ja. Ist schon wieder zu weit oben. Da kam plötzlich, ich habe da irgendwas vorbei huschen sehen, ganz viele .pngs hinten dran. Die haben halt, da ist wieder blablabla, PNG. Ja. Das, was ich da gerade so am Suchen bin, hier, ich habe doch Doc gesucht, aber wenn man halt genau guckt, dann ist hier zum Beispiel Punkt Document, ja. Das heißt, schon allein das Suchen hat jetzt nicht so ganz das gemacht, was ich eigentlich erwartet hätte. Schon beim Suchen muss man sich überlegen, wie finde ich genau die, wenn ich jetzt tatsächlich so alles das, was ich gesucht habe, als Doc behandle und weitermache, ist nicht das, was ich will. Und das Find ist tatsächlich diesmal länger beschäftigt. Deswegen erstens, also bei Find gut überlegen, was und wie man sucht. Und das zweite, das heißt, hier war das Problem, hier habe ich einfach Doc Stern gemacht, weil ich Doc und Docx haben wollte, aber kann natürlich ganz viel hinten dran sein. Das heißt, ich könnte jetzt hier sowas machen. Da habe ich vorher mal, Dankeschön. Docx, bla bla bla, dann sind es, und die will man auch weghaben. Die ganzen Errors ab nach Dev 0. Was ich nicht darf, interessiert nicht. Dann klappt es schon viel besser mit den Namen und sowas. Und wie gesagt, es braucht Zeit. Wenn ich das jetzt global mache über meine Platte und irgendwas, dann gibt es ein tolles System,
dass man sich nachinstallieren muss, was nicht mehr so richtig Standard ist, nennt sich Locate. Es gibt ein Tool, das einmal in der Nacht über die ganze Platte einen Feind macht, mit einem, im Grundjob, in einem Zeitjob oder wenn man am nächsten Morgen neu bootet oder sowas, wenn der Rechner ausnahmsweise mal nicht durchläuft. Und dann hat man halt eine halbe Stunde über die Platte gekrabbelt, der speichert das ab und dann kann man mit Locate dann sagen, ich würde gern mal, keine Ahnung, Test.doc locaten, das würde ich jetzt, achso, Text 1.doc könnt ihr vielleicht schon finden. Doc, weiß ich gar nicht. Tech. Ah, den Text 1.tech schon mal irgendwie geschrieben und dann findet die viel schneller. Ja, das war jetzt alles, was meine Platte so hergibt, weil es schon in der fertigen Datei drin ist, wenn es das nicht nochmal durchkrabbeln muss. Da muss man sich jetzt schon entscheiden, will ich über die ganze Platte suchen, ist Locate ganz toll. Oder muss es tatsächlich auch das tollste, aktuellste sein, weil das ist jetzt nur der Stand von letzter Nacht, wenn ich die Datei neu anlege. Text 2. Ah, die habe ich nämlich gestern Abend noch angelegt, bei ein kleines bisschen Üben im Frostcon 2017, da wo ich gerade bin, Verzeichnis, in Tech. Ja, wenn man reingucken kann, da gibt es jetzt irgendwie ein paar Tech-Dateien, dass ich ein bisschen was damit demonstrieren habe. Wenn ich da jetzt eine neue Datei anlege, Touch Text 4.tech, ist jetzt noch nicht richtig viel drin, aber ist ja irgendwie egal. Und wenn ich jetzt die, mit Locate suche, dann werde ich die nicht finden. Was für eine Überraschung, weil die Datenbank eben noch nicht aktuell ist. Und wenn ich von meinem Home Directory suche, ob es die gibt, dann findet die natürlich. Das heißt, so eine Abwägung möchte ich fein verwenden, dauert eventuell ein bisschen länger, kann ich dafür irgendwelche komischen Regeln angeben. Kann sein, ich muss es total aktuell haben. Sonst nehme ich sozusagen ganz gern mal, wenn es global ist und nicht die letzte halbe Stunde betrifft, Locate, weil es bequem geht. Beides braucht Zeit. Auch dieses Locate auf meinem Arbeitsplatzrechner kann schon mal 10, 20 Sekunden suchen, weil da einfach viele Dateien rumliegen und diese Locate-Database entsprechend groß ist. Aber okay, also das sind so die beiden Möglichkeiten, wie ich jetzt OTT-Dateien suchen kann. Das Locate macht es normalerweise erstmal systemweit. Und da kommen natürlich ganz viele Sachen, die eventuell auch nicht mehr gehören. Und jetzt kann ich dann ganz viele Wege, zum Beispiel, ich möchte jetzt nur die in meinem Home Directory, kann ich sagen, such mal nur alles, wo irgendwo das String Home Harald drin ist. Dann habe ich zumindest schon mal nur die, die mir gehören vielleicht, weil der Locate sucht systemweit und alles, was lesbar ist, kommt damit rein, also auch von anderen Benutzern. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine eigenen ODT-Dateien in irgendeiner Weise haben will, Locate kann das auch selber, habe ich da letzt gelernt. Jetzt habe ich schon wieder die Option vergessen. Such mal. Ah. Wenn er mehrere Pattern, dann sucht er alles, was entweder oder ist und minus Panpage lesen. Ja. Gibt es eine Option, dass er alle Pattern nimmt? Print all that match all patterns. Groß A. Ja, das heißt, er sucht, wo das ODT und Home Harald drin ist, dann sind es nur mal, das ist so ähnlich wie Grep, kann ganz nützlich sein. Mit den Doc-Files geht es so ähnlich. Ich suche Doc und DocX und sowas. Machen wir mal so. DocX gibt es nicht so richtig viel beim Harald. Und er findet hier auch immer noch ein DocX2, was vielleicht nicht unbedingt gewünscht ist. Das mag ja was anderes sein. Aber da steht natürlich auch was dran. Man kann mit Locate, aber dann wollen wir da mit Locate auch hören, auch Regular Expressions angeben, so reguläre Ausdrücke. Also entweder sucht er ein Pattern, einen Teil von einem String in einem Namen, da kann ich, Stern gehört hier noch nicht einmal mit dazu. Ich kann aber auch reguläre Ausdrücke angeben mit minus R. War da was mit minus groß A? Werden wir gleich merken. Und reguläre Ausdrücke sind so Punkt, Stern, macht er mal Wildcards dazwischen und Dollar ist Ende vom String oder Ende von der Zeile. Das heißt, das muss mit DocX aufhören, das kann ganz praktisch sein. Ha. Ah, und das All habe ich dann gelernt, wenn man reguläre Ausdrücke hat, muss man mit zweimal minus R angeben. Also such mal alle DocX und dann muss aber auch Home Harald noch drin sein und dann müsste das eigentlich auch hinkriegen. Was? Nee. Dann suchen wir erstmal nur die DocX und machen das wieder in alter klassischer Technik. Das ist das Schöne dran. Wenn man nicht so genau weiß wie, dann macht man ein bisschen mehr Output. Doc geht immer schnell, Locate geht immer schnell und sucht sich die dann vom Harald raus.
reguläre Ausdrücke suchen ist langsamer, wie man deutlich merkt. Aber jetzt sind es tatsächlich nur Sachen, wenn man richtig hinguckt, die mit DocX aufhören und in Home Hard irgendwo liegen. So, erster Teil. Ah, jetzt habe ich wieder nur die einen gesucht. Aber ich darf doch jetzt minus R Punkt ODT. Ich hätte gern die DocX und ODTs und jetzt noch den Null weg. Ob das auch geht. Sonst müsste ich mal die einen suchen und die anderen suchen und dann mit beiden was machen, aber das wäre ja ganz schön, wenn das am Stück geht. Na, das scheint zu klappen. Da kommen ODTs und DocX. Und wie gesagt, mit Find kann man schöne Sachen machen, werden wir an anderen Stellen nachher auch noch brauchen, aber ich kriege die Dateinamen. Zum Üben ist es mal ganz geschickt, weil das ja immer Zeit braucht. Zeit geht so schnell. Ah, der Hinweis war, ich finde mehr wie nur meine Endungen. Irgendwo wird was Schönes bei. Ah, hier zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Weil ich jetzt reguläre Ausdrücke mache und bei regulären Ausdrücken ist der Punkt ein Joker für irgendein Zeichen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Punkt Doc irgendwie, dann muss ich in dem Fall vorher ohne das Minus R bei den Patterns war ein Punkt und jetzt ist ein Punkt irgendwas. Und deswegen, danke für die Bemerkung, müssen wir da jetzt wieder Backslash hin machen, aber wenn ODT am Ende ist, ist es fast immer gut. Also das mit dem Slash ODT, ah, habe ich das in der Maus drin? Jetzt müsste es schon besser sein. Und das mit diesem ODT, ach so, das ist mein lokales ODT-Verzeichnis, für mit, wo ich schon was vorbereitet habe. Nachteil von Locate, werden wir sicher nachher noch drüber stolpern, ist, der findet halt alles, was da so war, auch Directory-Namen. Beim Find, das war jetzt irgendwie sowas in dem Stil, ODT. Weil der Punkt ja da nicht gegolten hat, ich suche alles, was mit ODT irgendwie aufhört. Find macht mir den ganzen Namen von meinem Home Directory. Da kriege ich jetzt das Verzeichnis auch irgendwo mit in der Mitte. Oder machen wir von Vorträge, dann ist es etwas übersichtlicher, ist das Verzeichnis auch immer noch bei. Das Schöne an Find ist, ich kann dem Find mit ganz vielen kryptischen Optionen auch sagen, ich hätte gern zum Beispiel nur Type F, nur Files. Oder auch nur Directories, wenn ich das mache. Weil mir es ja letztendlich darum geht, ich möchte was mit Dateien machen. Ja? Und dann ist schon relativ geschickt, wenn man möglichst früh sagt, ich will nur die Namen von echten Dateien haben, weil wenn ein Verzeichnis, auch wenn es .odt hieße, kann ich aus dem Verzeichnis sicher keine API-Word-Dateien machen und Texte extrahieren, was immer ich mit dem Ding dann anstellen möchte. So, Teil 1, ich kann Dateinamen, mit denen ich irgendwas machen möchte, relativ bequem suchen, Find oder Locate. Da werden wir nachher noch ein paar Sachen mit rumspielen. Wenn es nur im eigenen Verzeichnis wäre, dann ist das einfachste Tool natürlich die Wildcards in der Shell. Ich hätte gern alle Stand.docx und alle .odt-Dateien. Docx. Und dann sagt er, finde ich alle nicht, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Und da kann man doch so ein Directory-Level indirekt machen, in einem Unterverzeichnis. Aber das, die Wildcards und alle die Sachen, die funktionieren halt nicht so durch den ganzen Verzeichnisbaum. Also da hätte ich jetzt so ein bisschen was, was noch geht. DocX gibt es nicht, aber irgendwelche DocX und ODTs liegen schon rum. Kommt drauf an, im lokalen Verzeichnis würde man sagen, Standpunkt irgendwas und darüber dann eine Schleife machen. Jetzt aber Verzeichnisbäume sind eh viel interessanter, weil da gibt es dann große Mengen und da lohnt sich das dann auch mehr zu automatisieren und öfter laufen zu lassen. Also. Wir suchen, wo hatte ich das da mal, minus O, den finde ich jetzt dafür eigentlich mal ganz hübsch. Ich suche Doc, ODT, sonst irgendwas, aber nicht von Slash, sondern wirklich nur zum Beispiel in den Vortrag, in meinem Vortragsverzeichnis. Ach, das ist jetzt so, oder erstmal nur hier, das reicht auch. Dann ist es übersichtlich, was passieren kann. Nein, eins tiefer ist schön. Ach so, weil ich jetzt hier den Punkt noch mitdrehe. Ich hätte jetzt gern das Verzeichnis nochmal mitgesehen. Das ODT-Verzeichnis und ein paar Dateien, weil ich ja nie so ganz genau weiß. Und dann kann man. Sagen, ich hätte gern nur Files. Alles andere interessiert. Ah, Syntax von Find. Was passiert hier? Wir haben gesagt, ich hätte gern die Dateien gefunden und Name Doc. Oder DocX oder irgendwas anderes. Und die Oders gelten in Gruppe. Und jetzt kann ich tatsächlich dann auch noch logische Klammerungen und sowas. Also da wird es jetzt langsam eigentlich gruselig, aber auch wieder
Mächtigkeit. Ich muss wirklich erst mal sagen, ich brauche eine Datei und alles andere zusammen muss auch noch erfüllt sein. Also entweder DocX oder irgendwie die ganzen Orders, die muss man klammern, weil ähnlich wie in der Arithmetik, das Order ist eine Addition und das End, die Unverbindung von, ist eine Multiplikation, die bindet stärker. Es gibt da tatsächlich Rechenregeln für und deswegen hätte jetzt das bloß, hat das Type-F nur für das Name Doc gelten und die anderen beiden durften dann doch wieder Directories sein. Aber jetzt haben wir genau die Liste, die gut wäre. Jetzt kann ich die mal in irgendeine Datei abspeichern. Ne? Und immer wieder mal, wenn das Suchen lange braucht, dann ist es zum Üben jetzt ganz praktisch, man tut sich die Dateien in meinen Dateinamen reinmachen und dann kann ich das am Schluss immer noch zusammenbauen. Ja? Da das jetzt so kurz geht, kann man das auch wirklich immer live üben und sagen, jetzt will ich mit den Dateien irgendwas machen. In dem Fall, das erste war, ich will wissen, wie war das, ob es Abi-Word-Dateien gibt oder ob es bei alle gibt. Ah, dann ist das wieder ein dummes Beispiel. War eins, nochmal gucken, spicken gehen. In der Kommunikation mit Wolfgang dann auch ein bisschen, ob es beide, die Doc und ODT gibt, aber Ziel war dann, ich hätte die gern nach Abi-Word konvertiert. Aber ist ja mal ganz spannend zu wissen, habe ich den gleichen Text in Doc und ODT? Kann man jetzt in viele Varianten machen? Ja, das ist genau in die Richtung. Das finde ich gut, das sind genau die richtigen Werkzeuge. Bloß am Schauen, wie ich es am bequemsten mache. Fangen wir ganz klein an mit irgendwelchen Doc. Ja, doch, oh, kann man nicht. So. Das sind alle Dateinamen. Nein, jetzt habe ich die Klammer wieder weggemaust. So. Und jetzt, wenn es eine ODD-Datei gibt, dann würde mich jetzt interessieren, gibt es denn dafür auch die Doc-Datei, DocX? Ja. Kann interessant werden, wenn wir das alles machen wollen. Und eines ist so eine Variante, okay, jetzt habe ich da so einen Dateinamen. Ja, und jetzt, was ich eigentlich wissen möchte, ist, okay, diese Datei habe ich ja gefunden, gibt es die auch in Doc? Irgendwas. Mit ls, klar, ich tue das irgendwie, den Dateinamen ändern und sowas. Kriege ich in so einen, ich will das doch mit mehr Dateien machen, zack. Alles in meinem Home Directory. Aber wir machen es erstmal nur für die Docs und DocX. Weil ODT nach ODT ist ja langweilig. So, ich suche mir die Docs und gucke mal, für welche gibt es denn auch ein ODT. Also nochmal, kriege ich eine längliche Liste von Doc-Files und DocX. Und jetzt würde ich ganz gern hier hinten immer im Dateinamen das .doc oder docx durch ODT ersetzen. Für sowas gibt es dann tolle Tools wie SED, den Stream-Editor, wo man halt so in der Kommandozeile sagen kann, such mir mal .doc oder auch docx. Das wird man so, das sind jetzt reguläre Ausdrücke, das muss man immer ein bisschen lernen, üben. .doc ist erstmal relativ klar, wobei .doc Punkt jetzt jeder sein soll, haben wir gerade gelernt. Backslash Punkt ist wirklich jetzt der Punkt und nicht irgendein Joker von Zeichen. Und der Stand bedeutet das, was davor steht, davon beliebig viele. Also da kann ein X oder auch keins stehen oder auch zwei. Das ist jetzt, und es muss am Zeilenende stehen. Und wenn er das gefunden hat, soll er das mal ersetzen durch ODT. Kryptisch, aber wenn man das immer wieder mal tippt für alle möglichen lustigen Sachen, dann ist das total mächtig. Da gehen klasse Sachen und Abracadabra, aus dieser ganzen DocDocX irgendwas Dateiliste kommen jetzt ganz viele ODD-Dateinamen raus. Und jetzt kann ich mir irgendeinen von den ODD-Dateinamen nehmen. Und also üben ist dann erstmal Maus nehmen, Cut und Paste und ein bisschen gucken, gibt es den? Gibt nicht. Aber jetzt soll das für alle wissen. Kann ich in die Datei schreiben und jetzt kann ich solche Sachen machen in der Shell, while read irgendwie ein Filename. Du. Werden wir später noch machen, aber ist total mühsam. Aber wenn ich schon eine schöne Liste habe, das zweite schöne Tool, was zu Find und solchen Dateilisten immer dazugehört, ist XArgs. XArgs geht jetzt, er nimmt so einen Input, alle die Dateinamen, die da kommen, in mehreren Zeilen oder sowas, und packt die jetzt hinter irgendein Kommando. Zum Beispiel hinter das Kommando ls-l. Und jetzt packt er da ganz viele Dateinamen hin, solange wie die Kommandozeile werden darf. Das ist aber so ein Thema Effizienz. Ich kann jetzt so eine Weitschleife machen und jede Datei einzeln prüfen, dann mache ich für 10.000 Dateien 10.000 Aufrufe und 10.000 Prüfungen. Wenn das richtig viel ist, wird es auch gleich wieder langsam, weil so jede Shell-Schleife dann irgendwann doch auch langsam ist. Immer wenn man Tools nutzen kann, die das am Stück mit einem Programmaufruf machen, drüber nachdenken, das kann, wenn es dann mal groß und viel wird
Und ich habe so Shell-Dateiverwaltungssachen schon mal für viele, viele Gigabyte und hunderttausende Dateien gemacht. Und da laufen dann Shell-Skripte auch mal 10 Minuten, wenn man sie effizient schreibt. Und wenn man sie ineffizient schreibt, ist es halt langsamer. Also deswegen X-Arcs ist total toll, da kommt so eine Liste rein in die Pipe. Jetzt tun wir die alle mal auflisten. ls-l, wenn ich das mache. Das jetzt noch von dem Feind. Dann kommt da was ganz cool, invalid option minus 8. Und er sagt mir sogar, wer das sagt, wenn man genau guckt. Das ist jetzt immer so ein bisschen, ja, die Kryptik an Shells. Das ist total ärgerlich eigentlich. Das ls sagt, ich kenne die Option minus 8 nicht. Wenn man dann halt wieder zurückgucken, was kommt denn da so an? Und in so einer Datenpipe immer alles mal nach less reinpipen. Lassen wir den mal durchlaufen. Blups. Jetzt hat er gesagt, ich finde irgendwas mit Option minus 8 nicht. Dann suchen wir mal die Option minus 8. Und stellt fest, da gibt es so eine Datei, die kam mal aus Windows, die hat Leerzeichen drin. Ja, und dann ist es, und er packt, was ich gesagt habe, er nimmt alle diese Dateinamen und packt die möglichst viel auf so eine Kommandozeile drauf. Und jetzt ist da das Problem, jetzt ist da tatsächlich, ich suche mal nach Leerzeichen hier drin, jetzt sieht man, oh, ja, wer macht denn sowas? Jetzt gibt es da wieder ganz viele Möglichkeiten, sowas zu lösen. Also die einfachste in dem Fall ist jetzt, manche von den modernen Unix, GNU-Unix-Tools, die haben so eine Option minus minus, sagt, hier ist Schluss mit Optionen, alles was dahinter kommt, da sind keine Optionen mehr versteckt. Genau aus den Problemen. Das ist, ja, dann habe ich zumindest dieses Problem vielleicht schon gelöst. Und da unten kommen tolle neue Fehlermeldungen, wie zum Beispiel Klammer auf Chinese und irgendwie. Ja, jetzt hat er zwar das mit der Option nicht mehr gemacht, das ls tut tatsächlich was. Hat er eigentlich irgendwo mal eine richtige Datei angezeigt? Ah, doch, hier, da hat er tatsächlich ODTs gefunden. Also es gibt tatsächlich, mal irgendeine rauspicken, zack. Das war eine Doc-Datei. Was habe ich da gerade weggemaust? Machen wir gleich nochmal. Aber also, es sind genug Fehler übrig geblieben. Das kann es auch noch nicht so richtig gewesen sein. Ja? Wenn man dann wieder die Dateinamen guckt, man wieder an, was ist da? User, das heißt, das ist wieder so ein Leerzeichenproblem. Space User irgendwie. Jetzt kann man da weiter rumbasteln. Wenn da jetzt kein Space in der Kommandozeile stehen würde, sondern was anderes, dann wäre das ja viel besser. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal alle die Leerzeichen ersetzen durch Fragezeichen. Da gibt es ein anderes tolles Unix-Tool, für das man ganz oft in solchen Situationen braucht. Ersetzt tr-translate. Macht man meistens so in der Form. Ersetzen wir mal klein a bis z durch groß a bis z. Das ist so das häufigste Auftreten. Man kann wirklich so Zeichenlisten angeben. Hat auch eine Krypte. Und jetzt wird wirklich alle klein a bis z in groß a bis z übersetzt und sowas. Und man kann da zum Beispiel auch hergehen und sagen, eben tu mir mal die alle Leerzeichen durch Fragezeichen ersetzen. Fragezeichen ist in der Shell der Joker für ein Leerzeichen. Das heißt, wenn ich das jetzt auf die Kommandozeile mache, dann steht da zunächst ein Fragezeichen. Das heißt, und die Shell sorgt dann schon dafür, dass das dann wieder richtig gematcht wird. Und wenn ich da jetzt dann geht das auch wieder. Achso, die 8. Ah, jetzt können wir. Okay, 8 ist auch ein böses. Ach nee. Ah, das war das falsche TR, das ich da gemacht habe. Ich wollte doch die Leerzeichen durch Fragezeichen ersetzt haben. Das ist jetzt eigentlich so ein Kapitel, was mache ich mit hässlichen Dateinamen? Was geht jetzt noch alles Lustiges schief? Cannot access. Ah, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Er sagt jetzt, oh, die Datei gibt es nicht, ja, weil ich ja immer versucht habe, aus den Doc-Dateinamen ODTs zu machen. Wenn mich jetzt nur interessiert, welche es wirklich gibt, dann schmeiße ich mal den File-Handle 2, Standard-Error. Wenn sich ls oder die Kommandos Fehlermeldung ausgeben, dann gehen die immer auf Standard-Error. Und wenn mich das nicht interessiert, was nicht geht, dann ab nach def 0 kein einziger. Das finde ich jetzt auch wenig. Ja, da glaube ich nicht dran. Das Problem ist sehr wahrscheinlich ein anderes. Es wird hier wieder schön. Also hätte ja sein können, aber ich habe zwar wenig von so Zeug, aber so wenig liegt auf meiner Platte dann doch nicht rum. Wenn man sich die Fehlermeldung ankommt, guckt. No such file, no? Ich hätte erwartet, dass hier andere Fehlermeldungen wegen Klammern und da hat es ganz viele Sonderzeichen, die drin sind. Habe ich wirklich kein Doc, das in den ODT geht?
Das können wir ändern. Also, dann machen wir doch jetzt einfach mal einen Touch. Also, ich habe eine Doc-Datei vorbereitet. Und da machen wir jetzt noch eine ODT-Datei dazu. Ja, jetzt muss er was finden. Können wir mal einen Test-Case machen. Ich suche beide. Ich suche Doc, hier unten, ich gehe wieder hoch. Ich suche Doc X mit einem Sternchen, das heißt Bild 0 und mehr X am Zeilenende. Und wenn er jetzt nichts findet, achso, jetzt kommen wieder die ganzen Fehler mit daher, die will ich nicht haben. Keine Fehler. Dann haben wir was falsch gemacht. Ja, dann gucken wir wieder nach, was passiert. Ja? Das ist, was kommt hier wirklich raus? Doc. Ich suche mal nur das Verzeichnis Doc, so ein bisschen gucken, was er denn so gefunden hat. Ich sehe den Wald voller oder Bäume nicht hier. Irgendwas, Hitliste heißt meine Datei, dann gucken wir halt mal, ich ahne, was schief geht. Zwei größer. Jetzt will ich wieder alles haben, damit ich grep Hitliste. Was wissen wir alles über Hitliste? Was kommt hier wirklich raus? LS beschwert sich oder sagt die Fehlermeldung. Hitliste, Fragezeichen 04, finde ich nicht. Womit er ja recht hat, weil der wirkliche Dateiname ist nicht Hitliste, Fragezeichen irgendwas, sondern Leerzeichen. Mein Fehler an der Stelle war, wenn ich das jetzt abmause und mit der Maus teste und hier das so den Trivialtest mache. Hey, meine Chef findet es doch, weil die das Fragezeichen auswertet und dann dem LS richtig übergibt und es tut. Das Dumme ist, in dieser Syntax mit X-Achsen, so wird das LS mit den Dateinamen, die ich mir zusammengebastelt habe, aufgerufen. Da ist keine Shell mehr involviert, das heißt, das Fragezeichen geht nicht. Hatte ich gar nicht dran gedacht. Dumme Idee. Nächste Idee. Problem ist im Wesentlichen, dass da lauter komische Sonderzeichen drin sind und die Leerzeichen mich total stören. Und es gibt was anderes Schönes, wenn man dann sowas macht, ist, die Zeilen sind jetzt alle mit einem normalen Linefeed beendet und solche Sachen, auch wenn da Gänsefüßchen drin sind, mit der Shell was machen möchte, sind alles so ganz gruselige Situationen. Dann kann man sagen, tu doch mal bitte die Zeilenenden durch 0 Bytes ersetzen. Ist ein Hinweis war, damit kann ich dann bei Feind ein Print 0 machen. Das ist richtig, Feind hat so eine Option, das auch zu machen. Aber ich bin ja vorher noch mit SED und anderen Sachen am Basteln. Also wenn ich das so weiter bearbeiten möchte, also die einfache Form, gehen wir jetzt zurück, dann könnte ich hier, also Feind allein, gibt mir die Dateinamen aus, schön mit Zeilenenden. Und weil die um das Problem schon sehr früh wussten, gibt es da tatsächlich das Print 0. Also Print ist das, was er defaultmäßig hinten dran macht, gibt es mir einfach aus. Das ist genau das, was hier passiert. Und es gibt ein Print 0. Oh. Dann gibt er mir das auch aus, aber jetzt statt Zeilenenden ein 0-Byte dazwischen, das man hier nicht sieht. Das gibt es einfach so eine große Byte-Pumpe, das ist ja erstmal nicht schlimm. Und dann kann ich dem X-Args sagen, tu doch bitte mal ls-l ausführen. Aber jetzt braucht das X-Args den Hinweis, ah, das ist mit 0-Byten terminiert. Und dann kann das ls-l plötzlich die Sachen wieder auflisten. Hey, klappt. Und wenn das mit dem ls-l mit den Docs klappt, ja, dann kann ich jetzt auch SED machen. Das Dumme ist, jetzt ist es so eine binäre Byte-Pampe und wenn ich Pech habe und ein sehr altes SED habe, dann erschrickt sich das vielleicht über die 0 Bytes und sowas, weil SED ja zunächst mal ein Text-Stream-Editor ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das mit beliebig großen Binärdateien mit SED auch machen darf. Deswegen macht man halt besser erstmal dann wieder, es guckt sich auch leichter an zum Debuggen. Ich mache erst eine Textliste. Mach dann wieder mein SED. Ah, das will ich. Das haben wir doch schon vorbereitet. Die Fehler möchte ich nicht noch machen. Also ich mache erst eine Textliste. Also hier ist immer das Minus Print implizit dabei. Damit, weil sonst sieht man ja gar nichts, dann macht Feind wenig Sinn. Und jetzt aber hinten dran, ich würde gern das Zeilenende durch ein Nullbyte ersetzen. Und die dann mal auflisten. Oh, Dankeschön. Und dem LS muss man jetzt wieder sagen, da kommt eine Nullbyte-Liste dabei. Gucken. Jetzt hagelt es wieder ganz viele Fehlermeldungen von ODD-Dateien, die nicht findet. Ah, unten kam schon was. Okay, dass es nicht alle Docs als ODT gibt, ist klar, die interessieren uns jetzt mal nicht. Dev 0, weg mit den Fehlern.
Ah, von dem Feind müssen wir auch noch ein paar Fehlermeldungen unterdrücken. Und ich wusste, es gab nämlich ein Beispiel, wo ich schon mal gefunden habe, wo es tatsächlich eine DOC und eine ODD-Datei aus dem Jahre 2008 schon gab. Und jetzt das zweite Beispiel, was ich gerade gemacht habe mit 0 Byte, meine komische Hitliste, da irgendwie nochmal verdupliziert. Wenn man blöde Dateinamen hat, wie man schon merkt, kann es einigermaßen eklig werden. Aber auch dieses Problem lässt sich lösen, wobei das jetzt wieder ein Stück weit auch so ein Feind- und LS-Problem ist. Deswegen gehen wir jetzt, aber weil effizient und viele Dateien. Wenn ich es einfacher gemacht hätte und wirklich so gesagt hätte, weil, lies mir mal Zeile für Zeile ein und mach damit was, zum Beispiel ein ls-l. Jetzt würde man ganz einfach, nimm das, was du da gerade eingelesen hast, die Line, eine Datei pro Zeile. Dann das ist so, lies eine Zeile ein, mach das ls-l mit dem, was du eingelesen hast. Dann sieht es so ähnlich aus. Da laufe ich aber in ähnliche Probleme rein, dass da jetzt halt wieder die Sonderzeichen und sonst was drin sind. Deswegen macht man da Gänsefüßchen drum. Na, pardon. Was da gerade reinkam. Und Fehler wieder wegschmeißen, wird schon gut gehen. Und dann sollte auch wieder die Datei mit dem Leerzeichen auch auftauchen. Wenn ich das Gänsefüßchen weglasse, können wir noch einen Gegentest machen. Dann hoffe ich, dass die Hitliste Leerzeichen irgendwas nicht kommt. Dafür kommt eine Datei Hallo. Ja, da muss irgendwas anderes dann Interessantes passiert sein. Das gucken wir später an. Also, Lehrstunde dafür ist immer, wenn man so Variablen-Namen in der Shell hat, wo man nicht so richtig weiß, was drin ist, da könnte auch mal ein Sternchen drin sein und man macht dann rm-rf, die Zeile, die ich gerade eingelesen habe, wenn da ein Sternchen drin steht, dann wird es dann auf die Kommandozeile gemacht, dann ist rm-rf oder /Stern, dann würde das wirklich ausführen und /Stern alles löschen und die Platte wäre leer. Von daher, also da Gänsefüßchen drum und also dann sind Leerzeichen, Wildcards, Sternchen und sowas, alles kein Problem. Wenn da, die Frage ist, wenn da ein Anführungszeichen im Dateinamen ist, dann fangen wir an, Probleme zu kriegen. Dann kann man da noch einbauen, tut das Quoten. Ob es hier passiert, das kommt ein bisschen drauf an. Und das Read hat auch noch lustige Optionen mit Quoting und so. Üben. Ja, es geht und ja, es kann eklig werden. Aber wir wollen jetzt mit denen ja eigentlich was Vernünftigeres machen. Also die Variante 1 ist, ich will überhaupt noch rauskriegen, wo gibt es ODT-Dateien. Dann wäre das so eine mögliche Antwort. Ich generiere mir wirklich die Liste von allen Dateien, generiere mir die Liste, vor allem wenn es effizient sein soll, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ah, die Fehlermeldung vom Feind stören. Also Feind, keine Fehlermeldung bitte. Das kann man entweder jetzt bei jedem Kommando einzeln machen, weil das Feind nur hier den normalen Standard-Output übergibt. Der Standard-Error kommt mir auf die Konsole und kann sagen, vom Feind will ich keinen Fehler. Ich könnte auch hergehen, alles in Klammern machen. Und einfach sagen, egal was da so abläuft, Fehler interessieren mich gar nicht. Was aber blöd sein kann, weil wenn es dann nicht das tut, was ich möchte oder nicht ganz tut, dann erfahre ich gar nichts. Ja? Die Feindfehlermeldungen können ja vielleicht wichtig sein. Muss man sich im Einzelnen überlegen. Ich tendiere mehr dazu, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, Feind liefert da Fehlermeldungen und die interessieren mich alle nicht. Dann sehe ich von dem einen Kommando keine Fehlermeldung. Bei dem LS ist es ganz essentiell, weil ich ja genau weiß, ich suche nach Dateien, die nicht da sein können und ich will jetzt nur mal die haben, die wirklich da sind, dann schmeiße ich das ganz bewusst weg und suche mir dann wirklich nur raus, wo ich die Fehlerausgabe eliminiere und dann bin ich mir einigermaßen sicher, dass das so ungefähr das tut, was ich haben möchte. So, jetzt haben wir eine schöne Liste von zwei ODT-Dateien, wo beides drin ist. Erstmal Teil der Frage, ja, jetzt weiß ich, okay, da habe ich beide drin, was ich mit der Information jetzt anfange, kann man so dies oder jenes mittreiben, weiß ich nicht. Es gibt eine ganz andere Variante, noch schneller zu dieser Lösung zu kommen. Ganz weit zurückspulen. Einfach nur so als Idee. Also das ganze Ding ist Ideen kriegen, wie man mit der Shell schöne Sachen machen kann und Spaß hat. Doc X irgendwas, genau. Wir suchen alle die Dateien, um die es geht. Und die Frage war, gibt es Doc und ODT gleichzeitig? Machen wir wieder ein paar. Machen wir wieder alle. Ich habe hier ein Beispiel, mal für, damit nicht so viel Output rumblubbert. Wie kann ich das Problem noch lösen? Wenn ich jetzt die Dateinamensliste habe, da machen wir wieder einen Punkt rein, damit es, ja, spielt eigentlich keine Rolle, echte Dateinamen. Wenn ich jetzt hinten die Erweiterungen wegschnibbel, um die mir es eigentlich geht, SED,
Ich suche und ersetze wieder mein .doc mit irgendwelchen Xen am Ende durch nichts. Ja, dann ist jetzt hier die Extension verschwunden. Ah. Und wenn ich das mit dem zweiten auch mache, mit allen den Extensions, um die mir es geht, wenn ich das so mache, dann kriege ich wieder eine Fehlermeldung. Wenn man zwei so reguläre Kommandos angeben möchte bei SED, muss man sagen, ich habe da. Normalerweise macht SED, macht diesen Editierkommando auf eine Liste von Dateien. Das ist so die übliche Gebrauchsmuster. Wenn es mehr wie eine Expression ist, mehr wie ein Ausdruck, den er ausführen soll, muss man minus E das Kommando, noch ein Kommando. Jetzt habe ich alle die .docs und ODTs und sowas abgeschnibbelt. Wenn man das etwas allgemeiner machen möchte, weil gut lesen tut sich sehr ähnlich, dann kann man sagen, ich suche einen Punkt, dann suche ich irgendwelche Nichtpunkte, ganz, ganz viele Nichtpunkte bis zum Zeilenende, nur noch Zeichen ohne Punkt und schnippel die ab und mache das Gänsefüßchen vielleicht auch wieder zu. Dann passiert das Gleiche und ich tue einfach immer Punkt irgendwas noch ohne Punkt wegschnippeln. Jetzt kriege ich eine Dateiliste ohne Extensions. Was fange ich damit an? Dann kann man jetzt hergehen. Hier sieht es noch ein bisschen suggestiv aus, machen wir aber erstmal gleich vom Home Directory aus, damit es mehr wird. Jetzt kann ich die nochmal sortieren. Weil ich nie so richtig. Feind liefert Dateinamen manchmal in einer lustigen Reihenfolge. Die sind nicht automatisch sortiert in irgendeiner Weise. Genauso das Sortieren in so Directory Listings, das macht immer erst das LS, wenn man ihm nicht sagt, dass er es mal nicht sortieren soll. Wenn ich die jetzt sortiere, wir machen es nochmal mit den Dateien, dann ist eigentlich nicht wirklich viel passiert, aber ich bin mir sicher, dass sie in irgendeiner sortierten Reihenfolge sind. Und wenn die sortiert sind, dann sind jetzt die beiden, die ziemlich gleich aussehen, mit Sicherheit beieinander. Und da gibt es ein ganz tolles, wenn man die Dupletten raushaben möchte, dann kann man sagen, es gibt ein Sort-U, Unique, gib immer jede Zeile nur einmal aus, dann ist er halt nur noch einmal da, das ist irgendwie blöd. Man kann aber auch zwei drin lassen, dann gibt es ein ganz, ganz tolles Kommando Unique. Das macht genau das gleiche wie Sort-U, was ein Scheiß. Bis ich dann Jahrzehnte später gelernt habe, Unique hat Optionen, die in der Man-Page schon immer da waren. Und die tollste Option davon ist minus C, er kann die zählen, count. Da habe ich 20 Jahre lang so ein AWK-Ding geschrieben und guckt, ob da immer mehrere Sachen gleich kommen. Das ist auch ein Einzeller, aber Unique minus C ist klasse. Wann immer irgendwas ist und man möchte zählen, machen, tun, vielleicht kommen wir noch dazu. Dann hat er jetzt gezählt und hat gesagt, Hitliste, das sind zwei. Das heißt, für mich das jetzt tatsächlich interessiert, und mich interessieren nicht die eins, wo es nur ein ODT oder ein DOC oder irgendwas gibt, die interessieren mich jetzt alle nicht, die schmeißen alle mal weg, zum Beispiel mit grep-v1. Und jetzt will ich mehr sehen. Ich habe wieder Fehlermeldungen. Ja, und dann sagt er, es gibt zweimal ODT irgendwas, bla bla bla. Da kann er jetzt wirklich hergehen, Abmaus, irgendwie Stern. Tatsächlich, da gibt es einen Doc und ein ODT. Das Schöne an der Variante ist, ich mache wirklich nur eine Dateinamensliste und suche mir tatsächlich noch in der Liste zusammen. Ich muss dann nicht mehr gucken, ob die anderen da sind. Es geht nur noch um die Dateinamen. Und schon in der Liste sehe ich an, da habe ich mehrere von denen. Also wenn ich tatsächlich Dupletten in Namen, also ich habe gleichzeitig ODT, Abi-Wert, irgendwas, dann ist das ganz schön. Also so für Namensdupletten suchen, die Namensliste so zusammenkochen, dass der eindeutige Teil übrig bleibt, sortieren, Unique minus C, gucken, wie viele gleiche haben wir da. Und wenn es sehr viel unterschiedliche gibt, dann ist der große Bruder von Unique minus C, ist nochmal ein Sort hinten dran machen mit minus N, sortiert das Ganze nochmal numerisch, dann kriegt man gleich so eine Hitliste. Macht jetzt hier nicht so richtig viel Sinn, weil die Hitliste sehr kurz ist, mit 2x2, aber Sort, Unique minus C, nochmal Sort, das minus N kann man sich auch bleiben lassen, weil vorne, wenn die Zahlen nicht viel zu groß werden, mehr wie sechsstellig, ist es automatisch durch Einrücken auch ASCII-mäßig. Nee. Macht minus N hin, das hängt von eurem Sort und der Umgebung ab. Minus N ist die erste Spalte numerisch sortiert, sonst kann man da auch lustige Sachen erleben. Minus R rückwärts sortieren. Ja, die Idee war, man macht rückwärts sortieren und dann sagt man Head minus die Top One, also der am häufigsten ist,
Und das ist der in dem Beispiel gerade ein bisschen blöd. Ich hoffe, wir kommen nachher noch zu anderen Zahlen, wo wir mehr Zahlen haben. Ja, also, oder auch tatsächlich wirklich den größten, den meisten. Irgendwas numerisch sortieren oder auch ohne rückwärts sortieren, das ist genau das Gleiche. Es geht auch nicht schneller oder langsamer oder sowas. Dann hat man die in aufsteigender Reihenfolge und der größte ist ganz unten und sowas. Wenn man nur die letzte oder erste haben möchte, dann ist es äquivalent. Also nicht ganz äquivalent. Wenn man dann lange drüber nachdenkt, stellt man fest, hier muss Sort die ganze Liste ausgeben und alle Daten gehen durch diese Pipeline, bis es in Tail drin ist. Wenn man den Head macht, dann bricht er ab und Sort muss den Rest nicht ausgeben. Sort braucht aber viel mehr Zeit, die Sachen zu sortieren, wie das dann durch so eine Linux-Pipe durchzumachen. Das ist meistens nicht so irrelevant für das Gesamtergebnis. Also wir können jetzt relativ einfach rausfinden, wo gibt es ODT und irgendwas, aber eins und Ziel war ja auch, ich habe da ODTs und möchte vielleicht so eine API-Wörter-Datei draus machen, war mal so die Frage. Dann ist es gar nicht so arg wichtig, ob da jetzt mehr Doppelte sind. Das mit den Doppelten, und wir hatten vorher schon zweimal noch Mails ausgetauscht, Wolfgang hat dann geschrieben, es ist gar nicht so, wie, also wenn es ODT und DOC gibt, ich will halt irgendeinen konvertiert haben, also war da nicht so sehr das Thema, aber ist, glaube ich, zumindest interessant und gut zu wissen, wo gibt es die. Ich könnte jetzt natürlich auch noch die AbiWord suchen und mir dann die Liste rausmachen, wo DOC schon da, aber AbiWord noch nicht ist. Das kann auch wieder kompliziert werden, wenn man dann so einen Ausschluss braucht. Ah, das ist eine interessante Variante. Also, Variante 1. Wir wollen jetzt tatsächlich mal diese AbiWord-Datei noch anlegen. Also wir suchen uns jetzt tatsächlich alle diese DOCs und ODTs und sowas. Wieder von hier. Und für die würde ich jetzt ganz so AbiWord irgendwas machen. Wenn ich jetzt irgendwas damit machen möchte, dann würde ich tatsächlich erstmal, ich lese mir die Zeile, wie ich das vorher mit dem ls gemacht habe, weil ich irgendein Kommando aufrufen möchte. Und diese konvertiere mir was von Dateiformat 1 in das andere. Da werde ich wahrscheinlich nicht 20 Dateinamen hinschreiben können. Mach mal die 20 am Stück konvertieren. Das geht meistens auch so. Konvertiere Eingabedatei, Ausgabedatei. Deswegen würde ich das jetzt wirklich pro Datei zunächst mal machen. Kann man sich dann immer noch überlegen. While read, also dann, so wie ich es vorher schon falsch gemacht habe. Jetzt mache ich irgendein Kommando, also das war vorher ja schon irgendwie $L, da kann man erst wieder damit üben. Gib das mal aus, hey, da geht was. Und jetzt statt ls-l wollen wir das machen. Wolfgang hat mir gesagt, konvertieren in was anderes geht mit abiword minus to gleich abw, mal gucken. Das heißt, da wird dann stehen abiword minus to abiword. Nimm den Dateinamen, mal gucken, was passiert. Passiert gar nichts. Aber wenn man dann reinguckt, ist tatsächlich in dem ODT-Verzeichnis, wo vorher nur ODT-Dateien lagen, behaupte ich jetzt einfach mal so, sind jetzt zwei ABW, das kann aber jeder behaupten. Aha. Wäre noch, der Tipp war, der wäre auch noch gekommen, spätestens wenn irgendwas schief geht. Ich mache jetzt gerade mal die Dateien zum Beweis weg. In ODT sind jetzt keine AbiWord-Datei mehr drin. Speziell, wenn da böse Sachen passieren können, mache ich meistens auch, aber ich war mir jetzt schon wieder zu sicher. Erstmal nicht das Kommando direkt machen, sondern wirklich immer ein Echo vor sowas. Ja? Machen wir mal so eine Liste mit, ich würde nachher zwar gern AbiWord ausführen, aber immer ein Echo noch davor, dann sehe ich, was ausgeführt würde, wenn. Und das ist natürlich ganz praktisch, speziell wenn da jetzt so ein RM stünde oder andere böse Dinge oder irgendwas überschrieben wird. Und man kann einfach gucken. Und diese Dateiliste kann man jetzt auch, ohne dass ich jetzt hier, jetzt könnte ich das Echo wegmachen. Ich könnte hier aber auch ein sh-x oder bash-x, pipe das in eine Shell rein und die Shell führt jetzt Kommando für Kommando aus. Und dann kann ich zugucken, wie sowas abläuft, ohne dass ich das sonst was mache. Kann total praktisch sein. In diesem speziellen Fall kann es aber ein bisschen blöde sein, weil da wieder diese Kack-Leerzeichen drin sind in den Dateinamen. Ja? Und da ist jetzt, entweder muss ich jetzt wieder Gänsefüßchen machen. Da kommt jetzt der Trick, den ich vorher schon mal vergeblich versucht habe. Ersetzt mir bitte alle Leerzeichen durch Fragezeichen. Ja, dann sieht das Kommando nämlich so aus. Und wenn das die Shell ausführt, ja. Wo ist meine Klammer? Klammer. Irgendwo ist mir jetzt gerade die Mikroklammer abhanden gekommen. Nochmal? Ja, wenn man genau hinguckt.
guckt, was man sich als Test hat ausgeben lassen. Das ist auch eine blöde Idee gewesen. Jetzt, also vorher war das schon ganz gut eigentlich, man macht das gleich richtig. Also meistens geht es gut und man hat ja auch keine Dateinamen mit Leerzeichen. Da jetzt also, ich bin gerade am Suchen, ob ich das, mir ist gerade das Mikro raus und ich sehe die Klammer nicht mehr, jetzt muss ich wieder hinklammern. Und klein, schwarz, irgendwas. Ja, ich kann ja mal schauen, auf. Vielleicht, also Ende, ja, halt es dabei, das ist in der Hand, ich schon. Wo die hingeflutscht ist. Ah. So, rüber. Mikrohalter. So, weiter geht's. Entschuldigung. Dann machen wir das halt ausnahmsweise nicht mit dem Shell-X. Kann ganz praktisch sein, wenn man da auch schön sieht, wie das alles geht. Zweimal Backslash vor die Gänsefüßen, ja. Na, das ist dann wieder kein Problem. Also der Punkt ist einfach, man möchte hier die Gänsefüße damit ausgegeben haben. Das Problem war, noch mal gucken. Da will ich gar nicht hin, aber es ist trotzdem spannend und lustig. Da stehen jetzt halt irgendwie alles so völlig ungequotet. Und ich habe ja vorher schon gesagt, Gänsefüßchen sind wichtig. Jetzt sind da mehrere, also jetzt kann ich, der Vorschlag war zwei Gänsefüßchen. Dann sieht das so aus, ups. Oder eins. Ein Musketier müsst ihr sein oder drei Musketiere müsst ihr sein. So sieht es schon ganz gut aus. Wenn da in dem $L jetzt schon blöde Sachen drin sind, dann könnte irgendwas drin sein, was das Echo verleitet, irgendwas zu machen, was ich vielleicht nicht haben möchte. Deswegen hätte ich vielleicht ganz gern erstmal das $L in Gänsefüßchen, damit das Echo nichts Böses macht. Hätte aber gern außenrum nochmal so ein Backslash Gänsefüßchen, dass das Echo noch echot. Das sieht jetzt eigentlich gleich aus, aber ich habe das $L für das Echo in Gänsefüßchen, damit da alles gut ist. Könnte ja ein Sternchen drin gewesen sein, ja. Also wenn ich jetzt eine Datei Hitliste Stern anlege, dann hätte das irgendwie dupliziert. Und wenn ich das jetzt mache, yes, we can. Also, oder einfach das Echo wegmachen, dann wäre es auch richtig gewesen. Aber immer wieder mal, speziell wenn was nicht tut, mal tatsächlich Echo, Kommando, was würde ich denn da gerade versuchen auszuführen, ist manchmal schon ein Aha-Erlebnis. Wobei man das mit den Gänsefüßchen da dann sehr schlecht sehen kann, also wenn das AbiWord sich beschwert hat, ich finde die Dateinamen nicht, dann weil ich das Gänsefüßchen weggelegt, also wie es am Anfang war ja, und ich gucke das hier irgendwie an, da kam die Fehlermeldung, AbiWord, oh, ich finde zwei von den Dateien nett, wenn ich dann ein Echo davor mache, muss man halt tatsächlich schon wieder wissen, erstens muss man dieses blöde Leerzeichen überhaupt sehen in der Liste, ja, und aber das tut schon eigentlich ganz schön. Das nicht so günstig an dieser Lösung ist jetzt, das lasse ich ein paar Mal, ich mache das immer wieder, das ist ja irgendwie auch doof, ja. Jetzt liegen die AbiWord-Dateien eigentlich schon rum und er macht das nochmal und nochmal und überschreibt die. Ist ja nicht, achso, nein, er hat es natürlich nicht gemacht, weil ich ja jetzt das Echo noch hatte. Oh. Jetzt ist da ja noch ein Gänsefüßchen im Dateinamen übrig geblieben, das ich für die SH gemacht hätte. Also man muss sich dann schon entscheiden, ob mit Echo oder irgendwie. So. Und dann muss ich die auch noch wegmachen, weil das Gänsefüßchen ist nicht der Teil des Dateinamens. Ja, das macht mir auch niemand weg, wenn ich der Shell sage, das Gänsefüßchen muss da bleiben. Dann bleibt es da und wenn der Dateiname kein Gänsefüßchen hat, dann klappt es halt nicht. So. Aber jetzt. Und er macht es halt immer nochmal und nochmal, er braucht immer gleich lang und das ist eigentlich blöd. Und eigentlich würde ich das ja gerne nur dann machen, wenn die AbiWord-Datei vielleicht zu alt, also wenn sie nicht da ist, klar. ODT, oder wenn sie zu alt ist. Deswegen könnte man jetzt mal sowas machen. Die Shell hat ganz viele tolle Testmöglichkeiten. Entweder man Bash oder Help Test. Da kann man so alles Mögliche prüfen mit irgendwelchen Tests, ob eine Datei existiert, ob sie lesbar ist, ob man sie ausführen kann, bla bla bla. Und eine, die man seltener irgendwie nimmt, man kann auch abfragen, Maus weg, NT newer than. Man kann wirklich gucken, ob eine Datei neuer ist wie was anderes. Und das kann für sowas ganz praktisch sein, weil, also AbiWord möchte ich eigentlich nur dann aufrufen, wenn, oh, jetzt mal kurz nachgucken, wenn ich hätte gern $L ist die Originaldatei und wenn das neuer ist als ja die AbiWord-Datei.
hier Klammer zu, dann kann ich schreiben, if dieser Test, dann irgendwas, und das kann man auch in der Kurzform so schreiben, das führt diesen Test aus, und wenn es wahr ist, und dann macht das andere noch. Und jetzt habe ich aber hier den anderen Dateinamen noch gar nicht. Und Shell kann man viel, also die brutal früh Version ohne Bash war immer mal, man macht dann zum Beispiel die AbiWord-File-Name gleich, wir führen da irgendwas aus in Backvote, Dollar, was war das, L, und ersetzen, das haben wir ja schon geübt, das docx durch abw oder sowas. Ja, also ein Echo soll man richtig schreiben, also ich gebe den Namen nochmal aus, fummel da drin rum, speichere das irgendwie ab. Und dann habe ich das in der Variable AbiWord-File-Name irgendwas drin und kann das verwenden. Und es geht auch viel einfacher, halt, dass du bleibst. Weil da kann man auch sagen, nimm mal die Shell-Variable L, die Line. Und da kann man jetzt entweder, was habe ich, doc und docx? Da könnte man jetzt sowas sagen, suche und ersetze mal doc und ersetze es durch abw. Das sind wieder Strings, und da könnte jetzt ein Doc und ein DocX und sowas daherkommen. Da kann ich nicht sagen, macht mit und ohne X, und das ist alles ein bisschen mühsam. Aber da kann man so suchen und ersetzen Parameter angeben. Hier gehört kein Endeslash hin, im Gegensatz zu dem SED, das ist wichtig. Also such irgendwie DocX irgendwo in dem Namen, der könnte auch weiter vorne drin sein. Und er findet den ersten, wenn im Verzeichnis schon Doc.doc drin steht, ist es auch blöd. Es gibt aber ein schönes anderes Zeugs. Man kann Prozent .doc zum Beispiel, geh am Ende, das Prozent ist am Ende der Variable, tu am Ende der Variable .doc oder sowas entfernen und ersetze, dann ist einfach das .doc erstmal weg, Ende der Variable, dann tue ich hinten das abw dran. Hat aber das gleiche Problem, dass doc und docx nicht geht, und dann kann man auch sagen, alles Punkt Stern, mach mal den letzten Punkt Stern irgendwie weg, egal was das war, dann wird es schon doc oder docx gewesen sein, hängen abw dran und dann wird es schon klappen. Mal ausprobieren. Wenn man genau hingeguckt hat, ist es jetzt schneller gegangen, aber was weiß man so genau. Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, dann macht man, hat er jetzt was ausgeführt oder nicht? Macht man wieder das Echo dafür? Er hat kein Echo gemacht. Ja, wenn ich jetzt die AbiWords wegschmeiße, jetzt müsste er ja eigentlich wieder was machen. Und dann sieht man, er führt jetzt Echo, AbiWord, jetzt wird er es tatsächlich einmal neu machen. Einmal langsam, beim zweiten Mal schnell. Habe ich schon, ist neuer. Ah. Ja, jetzt. Und jetzt machen wir mal Touch. Jetzt. ODT Text 1. Jetzt habe ich die Text 1 ODT editiert. Die ist jetzt neuer. Wie kann man sowas prüfen? LS hat wunderschöne Optionen, unter anderem auch. LS tut normalerweise alphabetisch sortieren. Man kann aber auch sagen, mit minus T sortierst du nach Zeit, minus R rückwärts, dann ist Zeit sortiert rückwärts das Neueste unten. Also das ist einfach, das ist mein ganz normales LLTR, das ist ganz aktiv im Rückenmark drin. Irgendeine monsterlange Dateiliste, dann habe ich am Ende der Ausgabe, sind einfach die neuesten Dateien. Ja, das, was oben rausrutscht, interessiert keinen, aber LL-TR, Monsterdatei, dann habe ich unten die neuesten, und das kann ich mit dem ODT auch machen. Wenn ich das mache, stelle ich fest, das Punkt Text 1 ODT, das ich gerade getouched, editiert habe, ist auch da. Und jetzt machen wir nochmal die Variante mit Echo, gerade so am Rand noch, da ist das Echo AbiWord. Und dann sieht man, er wird jetzt genau ein AbiWord ausführen, weil das neu ist und aktualisiert werden muss. Ja? Einmal nachdenk, und wenn ich jetzt LL-TR wieder mache, Zeit sortiert, dann stelle ich fest, das Punkt ODT ist ein bisschen älter und das ABW für den Text 1 ist neuer. Das heißt, wenn ich sowas mache, kann ich mir die Dateinamen suchen für alle ODTs und irgendwie guck immer nach, ob die neuer sind, und tue das dann generieren. Wie findet man die Syntax zu dem Dollar geschweift, die Klammer auf? In jedem besseren Shell-Buch, das ist schon Standard Bern Shell, es ist einfach Dollar. So ein Variablennamen kann auch komplizierter sein. Und wenn nicht klar ist, wie weit so ein Variablennamen geht, ob der zum Beispiel ein Variablennamen mit, kann auch in der Bash nur Buchstaben und ein Underscore enthalten. Ich glaube, eine Ziffer ist nicht Teil des normalen Variablennamens. Wenn ich N1, N2 meine als Variablennamen nutzen zu wollen, dann macht, ausprobieren. Wenn man sich nicht sicher ist, dann macht man zum Beispiel N gleich 0,
N1 gleich 1, N2 gleich 2. Echo da N1. Ah, da klappt's. Aber es gibt Zeichen, die nicht, also da hat er jetzt tatsächlich die Variable N1 genommen. Ich hätte jetzt vermutet, es hätte vielleicht nur N zum Variablennamen gehört. Und dann wäre die 0 vom N und die 1 hinten dran gekommen. Also solche Sachen können passieren. Und wenn es dann einfach klar sein muss, wo es herkommt, dann sage ich Klammer auf, Variablename, Klammer zu zunächst mal. Dann ist klar, das ist der Variablename. Das gab es schon immer. Und jetzt gibt es in der POSIX-Shell schon lange Erweiterungen. Da macht man dann, schon lange. Piep. Geht mir die Zeit aus? Psychoterror? Man basht, da steht jetzt dann alles drin, die ist sehr lang. Wenn man hier das schnell finden möchte, dann ist es zum Beispiel 2%, ich habe das vorher nur mit 1% gezeigt, aber wenn man nach 2% sucht, kommt man genau an die richtige Stelle. Oh nein, dann sucht man zwei Kartenzäune. Mit zwei Kartenzäune kommt man schneller an die richtige Stelle. Da kommt jetzt eine riesenlange Liste, was man, Dollarparameter ist der Variablennamen, was man an genial schönen Sachen damit machen kann. Was ich gerade gehabt habe, Prozent hinten am Inhalt, Ende, einmal das Wort abschnippeln. Wenn ich 2% mache, dann werden beliebig viele. Wenn ich also Punkt Stern mache, dann werden von hinten alle Punkt Sterns weggemacht. Oder das zweite, wo man es ganz oft braucht, ist N gleich A, B, C, D, E, F, G. Ich habe so irgendwie Directories und irgendwas, ja, und dann kann ich sagen, Echo, Dollar, N, hinten 1% Punkt Stern abmachen, dann ist das Punkt G weg. Wenn ich da 2% mache, dann ist Punkt G und Punkt F weg, dann bleibt A, B, C, D, E. Und das gleiche Spiel kann ich auch machen, zum Beispiel mit Slash Stern. Ich schnibbel den letzten Slash Stern ab, was übrig Prozent hinten wegschnibbeln. Dann schnibbel ich den Pfeilnamen, das letzte Slash EFG weg und das Verzeichnis bleibt übrig. So komme ich an das Verzeichnis, wenn das ein Dateiname war, hin. Und das gleiche kann ich auch machen, wenn ich von vorne Gartenzaun, Stern Slash, also bis zum ersten Slash wegschnibbel, das ist noch nicht so richtig prickelnd. Aber wenn ich zwei Gartenzäune, halt Gartenzaun, so rüber, dann hat er nur den alles vor dem ersten Slash und den ersten Slash. Wenn ich aber alles mehrmals mache, dann wird immer Slash Stern, alles bis zum Slash und nochmal weggeschnibbelt und nochmal und es bleibt der Dateiname übrig. Das ist irgendwie so Base Name als externes Kommando und Dirname. Kann ich alles mit Shell-Variablen in der Shell machen, ich brauche keine Prozessaufrufe, die Zeit brauchen und mache das nicht unbedingt viel lesbar, aber ich habe nicht viele Zuweisungen, Variablen und habe dann wieder Variablen, die ABC heißen, wo keiner weiß, was es soll. Und es geht relativ schnell. Fahrten wieder suchen? Oh Gott. Wo wollte ich hin? Mist. Wie kam ich da jetzt drauf? Das haben wir schon gelöst, aber Hilfe! Nochmal? Was wollte ich damit gerade treiben? Kann ich gerade nicht mehr sagen. Aber da kam, achso, das war eigentlich nur der Einschub wegen, was machen denn die geschweiften Klammern und was kann man damit Schönes treiben. Total praktisch und wichtig. Also das, ohne die geschweiften Klammern gibt es diese Syntax nicht. Also das hier, wenn ich hier die geschweiften Klammern weglassen würde, dann macht er halt den Inhalt von L und hängt Prozent irgendwas dahinter. Ja? Also das, wenn man da mit dem Inhalt von so einer Variable, dann kann man in der Klammer sagen, nimm die Variable und mach noch was damit. Der Variablennamen darf auch so $1, 2, 3, also die Shell-Parameter, das geht auch. Erster, zweiter, dritter Parameter von der Shell. Einschub beendet. Vielleicht zum Schluss. Gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, zumindest rauszukriegen, habe ich schon eine ABI-Word-Datei oder nicht. Was möchte ich erreichen? Gibt es eine ABI-Word-Datei oder nicht? Kann ich natürlich auch anders machen. Das ist jetzt eine Liste von allen den Docs und ODTs. Und ich schnippel wieder mir die Erweiterung. Wo ist mein letztes SED? Ja, das machen wir mit weniger, damit es nicht so konfus wird. Das sind jetzt alle meine Doc, ODT und irgendwas Dateien. Und sowas ähnliches kann ich natürlich auch machen mit AbiWord. Ich suche mir alle AbiWord-Dateien.
Ja, also ohne SED, ja, gesagt als Abi-Word, ja, dann schmeiße ich hinten die Erweiterung raus, jetzt habe ich eine Liste von allen Abi-Word-Dateien. Jetzt kann ich ja natürlich hergehen und sagen, einfach, guck dir doch mal die beiden Listen an und vergleiche die. Ja, und also ich schreibe also so klassisch irgendwie, das sind die Docs und ODTs, ich mache eine Liste 1, das sind die Abi-Words, ich mache eine Liste 2. Und der Klassiker ist irgendwie so mit Diff, Liste 1, Liste 2 und kann das dann vergleichen. Ist aber jetzt ein ganz blöder Output. Das erste Problem hierbei ist, wenn ich sowas mache, ob die jetzt von Find oder Locator sowas kommen, ich weiß nie, wie die Sortierreihenfolge ist. Immer wenn man Find oder Locator sowas hat und möchte damit systematisch irgendwas machen, tun, vergleichen. Und wenn ich zwei Listen vergleiche, sollte ich sicher sein, dass die in der gleichen Reihenfolge gesucht und gefunden wurden. Da bin ich nicht sicher. Find garantiert mir nicht, dass ich zweimal Find aufrufe und es in der gleichen Reihenfolge kriege. In aller Regel kann man davon ausgehen, aber es hat nichts mit der Implementierung zu tun. Deswegen da immer ein Sort dahinter. Dann weiß man einfach, was man hat. Ja. Ein Sort machen und das Diff wird jetzt immer gleich aussehen. Also Diff vergleiche mit... Oh. Sind Sie überrascht? Ich bin es auch. Egal. Das wundert mich jetzt, aber es scheint tatsächlich eine Reihenfolge. Ich meine, hier oben hat er, ja, jetzt kann ich es ganz schlecht, achso, könnte ich nochmal machen, aber ist jetzt, er hat jetzt wirklich gesagt, der Diff-Output ist auch blöd, da will ich gar nicht unbedingt hin. Kleiner heißt, ich nehme das aus dem Diff raus. Diff liest sich leichter, wenn man minus U oder minus C macht und es dann länger macht. Die beiden werden rausgelöscht mit dem Kleiner und die wird eingefügt größer. Aber das ist also an der Stelle einfach blöder Output. Es gibt ein zweites schönes Kommando für so Listenvergleichen, das viel schöner ist und für das es relativ wichtig ist, dass sie sortiert sind. Man sagt compare L1 und L2. Da passiert jetzt auch nicht so viel. Wenn man ein besseres Beispiel hätte, würde man jetzt drei Spalten sehen. In der ersten Spalte stehen die Dateinamen, die nur in der Datei 1 drinstehen. Hier gibt es eine zweite Spalte, in der gerade nichts drinsteht. Also da müsste ich jetzt mal ein touch-od-demo.abw machen. Ich lege da eine AbiWord-Datei ein, zu denen es kein Doc gibt. Ich mache die AbiWord-Liste nochmal, dann sehen wir das. Jetzt gibt es ein Blablabla-Demo, das es nur als AbiWord, nur in L2 in der AbiWord-Liste gibt. Und dann gibt es welche, die in beiden drin sind. Und das COM hat dann so schöne Optionen wie die Option minus 1 und minus 2 und minus 3, wo ich diese Spalten löschen kann. Ich kann jetzt sagen, COM minus 3, lösch mir die Spalte 3, in der die Dateien oder die Zeilen drin kommen, die in beiden sind. Dann sehe ich nur noch was in 1 oder in 2 drin ist. Und wenn mir es jetzt darum geht, wo gibt es ODD-Dateien, die nicht in AbiWord sind, also das ist die erste, ist die Doc-Datei und Office und sowas, die zweite ist die AbiWord, das heißt, mich interessiert nicht, was es beides gibt, mich interessiert auch nicht, was es schon als AbiWord gibt, mich interessiert nur Doc ohne AbiWord, dann ist es genau Doc ohne AbiWord. Ich nehme die, warum ist das Doc ohne AbiWord? Habe ich die gerade gelöscht? Zwei, drei. Meine Liste lügt. Dann gucken wir nach, was steht wo drin. Da steht die zweimal drin. Ah, Doc und, ach so. Was habe ich gesucht in L1? Mal gucken. Wie wurde Liste L1 generiert? Ich suche Doc, DocX, ODT, liegen da beide. Doc, Moment, ich gucke gerade. Es gibt ein Doc und ein ODT, deswegen ist die zweimal drin und deswegen taucht die da jetzt auch auf. Ah. Wenn man das haben möchte, dann sollte man offensichtlich da immer noch ein Sort-U einbauen. Ja. Ich hätte gern jeden Dateinamen bitte in diesem Fall nur einmal. Ups. Zu viele Pipes. So. Macht man mit der anderen Liste generieren natürlich genauso. Ja. Wenn man es nicht findet, Ctrl R, rückwärts suchen, größer, L2. Das war das letzte Mal, wo ich die rückwärts suche. So. Und wenn ich jetzt wieder meinen Vergleich, ich hätte gern nicht die Dateien aus 2, AbiWord, und nicht die in der Spalte 3. Die gehen wieder alle aus.
Es gibt keine, es gibt keine, wo das Abi-Wort fehlt. Das mag ja richtig sein, ja? Also, dann machen wir dann ODT, Hitliste, nein, was war das, Doc? Hitliste, Abi-Wert, wir löschen eine. Jetzt müssen wir diese blöden Dateien neu generieren, das nervt total. Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann lernt man dann irgendwann, das COM hat zwei Dateien. COM. Und man muss die Datei nicht immer erst anlegen und auf der Platte rummüllen. Man kann auch so spitze, kleiner, runde Klammer auf. Ich mache da ein Kommando und nehme das mal als die erste Datei. Und ich mache das gleiche nochmal. Was einmal geht, geht auch zweimal. Und ich mache noch einen Find. Tu dieses zweite Find ausführen. Und wenn man genau wissen möchte, was so ein Kommando ausführt, dann schreibt man einfach mal Echo davor. Dann stellt man fest, also was dann wirklich ausgeführt wird, ist COM auf Dev File Descriptor 63 und File Descriptor 62 und irgendwie passiert da magisch, dass da die Finds laufen, das alles machen. Und jetzt kriege ich tatsächlich eine Spalte 1. Es gibt eine Hitliste, wo ich nur ein Doc-File habe, ich gebe ein ODT-Demo, wo ich nur ein Abi-Word habe und es gibt die anderen. Es geht doch. Und wenn ich mich nur dafür interessiert, wo fehlt mir das Abi-Word? Das heißt, ich muss gar nicht mehr lang suchen, wenn es nur darum geht, Abi-Words anzulegen, wenn sie fehlen. Ist das wieder nur über die Dateinamensliste und einmal suchen und zusammenfiltern und sonst irgendwas eine Möglichkeit rauszukriegen? Da ist noch kein Abi-Word da und dann kann ich jetzt wieder meine Schleife von hinten dran, auch ohne Newer, wenn sonst noch was. Der tut nur neue anlegen, der geht nicht her und tut alte aktualisieren. Ja? Je nachdem, wo man hin will. Ja, so viel dazu. Zu dem effizienten Suchen. Von Dupletten hat es noch nicht gereicht, aber vielleicht einfach zwei Bit ist es eigentlich total einfach. Jetzt haben wir alle die Komponenten beieinander. Mit effizient kann es dann kompliziert werden, aber die Idee, ich habe das vor vielen Jahren mal gebraucht von Kunden, ist, ich will wirklich rauskriegen, welche Dateien sind ein paar Mal öfter da und sowas. Letztendlich führt kein Weg daran vorbei, entweder muss ich die Dateien alle vergleichen, das heißt, ich muss eine mit allen vergleichen, das ist ziemlich mühsam. Da gibt es den Trick, von allen Dateien Prüfsummen zu berechnen. Und dann einfach gucken, welche Dateien haben die gleichen Prüfsummen. Ja, und wenn man sowas macht, dann sollte man erstmal, was gibt es an Prüfsummenkommandos? Der große Klassiker ist irgendwie MD5-Sum auf irgendwas, irgendwelche Dateinamen. Und dann kommt vorne eine ziemlich große Prüfsumme raus, die ziemlich eindeutig ist. Wenn sich die Datei ändert, tut sich auch die Prüfsumme berechnen, ändern. Es gibt ein zweites nettes Kommando, CRC32, das macht das Ganze etwas kleiner. Der macht so eine 32-Bit-Prüfsumme. Habe ich gestern Abend mal ausprobiert, weil mich es doch interessiert hat. Dieses CRC32 ist auf meinem Rechner einen guten Faktor 2 schneller. Und macht eben diese 32-Bit-Prüfsummen. Wenn ich das über alle Dateien laufen lasse, habe ich also so eine Chance 1 zu 4 Milliarden. Das passt dann schon. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass da zwei gleiche Dateien rauskommen. Wenn man dann aber hergeht, wir wollen keine Fehlermeldungen. Dev 0. Wenn man guckt, was hier so alles rumgammelt. Ach so, hab ich das nur bei meinem Home Directory gemacht? Ich glaube, ich habe es mit meinem Home Directory ausprobiert. Also Home hat vorher auch das Feind schon schnell getan. Ich meine, das waren irgendwas knapp 900.000 Dateien. Das war auch schon eine knappe Million. Wenn ich eine Million Dateien Prüfsummen mache, ja genau, 969.000 Dateien in meinem Home Directory. Also das ganze System ist ein bisschen größer. Bei einer Million Dateien und die Prüfsumme hat nur 4 Milliarden, ist für eine Datei schon die Chance 1 zu 4.000, dass es mal eine Doublette gibt. Also, das mit der CRC32 ist ein Faktor 2 schneller. Für wenig Dateien würde ich das machen. Wenn ich dann Gleichheit finde, dann kann ich die vielleicht auch nochmal prüfen oder ich sage gleich, ich mache halt was anderes. Aber die Systematik ist die gleiche. Ja, ich meine, ich gehe dann, wenn ich das haben möchte, zum Beispiel, dann nehme ich mir die Liste von Dateinamen irgendwas, also wirklich nur Dateinamen, von was anderem kann ich keine Prüfsummen machen. Symbolische Links interessiert mich nicht. Jetzt weiß ich hier genau, das hat böse Dateinamen drin, das mache ich sowas wie print 0. Gebe mir das mit 0 Bytes aus, dann kann ich dem XArgs sehr bequem sagen, mach da mal das CRC32 über alle die Dateien. CRC32. Es gibt auch noch einen CRC16, muss man extra nachinstallieren. Oh. Ja, und dann kommt da so eine Liste raus mit total vielen CRCs. Alle 0, was ist denn das? Jetzt 0 Byte. Okay, bei einer 0 Byte-Datei, da kann ich wenig Plattenblatt sparen, wenn ich die wegoptimiere. Das heißt, da kann man aber, ich habe dann geguckt, bei meinen 900.000 sind nur 32.000 Dateien mit 0 Byte. Ist gar nicht so richtig viel. Man kann dem GNU
Feind auch sagen, ich hätte gern Size plus 0 Charakter. Es müssen mehr als 0 Zeichen sein, also mindestens ein Byte. Muss das C dahinter ist wichtig, sonst geht es in Blöcken und sonst was. Das. Nein, das passt schon. Dann kriege ich jetzt so eine Liste mit ganz vielen Prüfsummen raus. Das geht relativ schnell. Zum Üben machen wir dann mal irgendwie C Prüfsummen. Permission denied. Interessant. Jetzt habe ich eine Liste mit ganz, ganz vielen Prüfsummen. Oh, 10.000. 10.000. Finde ich jetzt überraschend wenig, aber egal. Zum Demonstrieren reicht es. Jetzt ist ja die und dann geht man einfach sortiert. Jetzt haben wir eine Liste mit Prüfsummen, sortiert die mal, guckt sich die wieder an und macht sich Gedanken. Und dann stellt man relativ schnell fest, hier sind vorne die gleichen Prüfsummen für irgendwas. Ja, kommt immer wieder vor. Das heißt, ich kann mir jetzt hergehen, cut zum Beispiel, ich schnippel mir nur die Prüfsummen raus und sage, nimm mal die ersten 8 Zeichen oder 10, wenn das jetzt hier nur 18 MD5-Summen sind es dann viel mehr, von der Prüfsummendatei. Das sieht dann so aus. Die sortieren wir, dann sieht die so aus. Und das ist immer das gleiche Spiel. Wir haben da jetzt eine sortierte Liste, dann können wir die mal zusammenzählen. Dann, 3, 5 irgendwas. Jetzt will ich wissen, wer ist der Highscore. Dann sortiere ich die wieder, am besten numerisch, man weiß ja nie. Und stellt fest, diese Prüfsumme gibt es tatsächlich 54 Mal. Wenn ich wissen möchte, welche Datei ist denn das? Ups. Dann sollte ich das nur einmal pasten und irgendwie suchen und dann merkt man, ganz viele Workshop-Dateien, kannst du mal angucken, wie groß die sind, sonst irgendwas. Ja, und jetzt kann ich damit rauskriegen, wo gibt es Dubletten und wie viele? Die mit der 1 interessieren mich nicht, also die kann man wieder wegfiltern. Grep minus V. Jetzt weiß ich, die gibt es genau einmal und alle anderen Prüfsummen gibt es mehr wie einmal und mit denen kann ich jetzt irgendwas veranstalten. Das heißt, jetzt habe ich die Liste von Prüfsummen für Dubletten, kann man die einzelnen raussuchen, geht da durch, kann die noch ein zweites Mal vergleichen, kann jetzt gucken, welche ist älter, ist neuer, kann die löschen, durch Symlinks ersetzen, zur Kenntnis nehmen, whatever. Ja. Eigentlich, um das schön und effizient zu machen, je nachdem, wie der Datenbestand ist, das ist jetzt immer noch ein Riesenaufwand, Prüfsummen über alles berechnen, wenn die Datenmenge sehr, sehr groß wird, wenn man in Giga und Terabyte geht. Deswegen kann man sich noch überlegen, letzte Anmerkung dazu, erst eine Liste mit Dateigrößen zu machen und nur Dateien zu vergleichen, die identische Dateigrößen haben. Weil nur die Dateien, die gleiche Anzahl von Bytes haben, überhaupt nur potenziell gleich sein könnten. Und dann immer bloß die limitieren auf die Dateien, wo ich mehrere Dateien mit Dateien, alle Dateien, Dateigrößen, die es nur einmal gibt, sind potenziell uninteressant. Da kann es keine Dublette für geben. Dann kann ich die schon mal ausschließen und muss über alle Dateien, wo es nur einmal die Größe gibt, keine Prüfsumme machen. Habe ich in meinem Home Directory gemacht und habe festgestellt, es sind unheimlich wenig Dateigrößen, die es genau einmal gibt. Also es macht überhaupt keinen Unterschied. Aber das liegt jetzt daran, dass ich auch viele Sachen doppelt und wie auch immer habe. Und ich habe einen Teil so gemountet, dass es die Sachen doppelt erscheinen, aber nicht doppelt gibt. Muss man ausprobieren, aber es lohnt sich tatsächlich, wenn man solche Sachen dann macht, nächstes Mal vielleicht, eine Liste von Größen machen, da die eindeutigen finden, die singuläre rausfiltern, alles wo Datublätten sind, und mache ich Prüf. Das wird abgebaut. Mache ich Prüfsummen drüber, mache das gleiche Spiel nochmal, suche mir da die Dubletten raus und dann kann ich mit denen über die Liste Prüfsumme, Dateiname drüber gehen und whatever damit machen. Ja? Also in dem speziellen Fall beim Kunden war es dann tatsächlich so, dass wir N-1 nach bestimmten Regeln durch Symlinks ersetzt haben. Und dass tatsächlich der Datenbestand ziemlich reduziert wurde und das ein Versionssystem und Revisionssystem war, das mit Symlinks gut umgehen konnte. Ja, dieses und viele andere schöne Sachen kann man halt so langsam gemütlich auf der Kommandozeile rumskripten. Mich würde immer interessieren, wenn mal jemand da ist, der auch gut Windows kann, wie mache ich das denn jetzt mit dem Explorer? PowerShell, habe ich noch nie, würde mich mal interessieren. Aber. Für weitere Fragen dann gerne nachher auch noch heute und morgen hier. Letzte Fragen, Anmerkungen. Gänse für Sie, die ich vergessen habe. Timeout, Timeout. Dann bis heute Abend beim Schnitzel oder beim Bier. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit und Tipps.